Ich begrüße euch sehr herzlich wieder zu einem Mitwort. Schön, dass ihr dabei seid. Für mich das erste Mal im neuen Jahr, deswegen sage ich nochmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr für euch alle. Ja, ihr seht es, ich habe immer noch Weihnachtsdeko. Ich mache auch nochmal die Spieluhr an. Ganz penetrant. Und der Räuchermann räuchert ja auch. Ausdruck für mich dafür, der Weihnachtsfestkreis beginnt in der Kirche mit dem 24. Dezember und endet mit dem 2. Februar, Mariä Lichtmess. Auch ein bisschen natürlich, um zu kitzeln irgendwie. Wir sind mit unserem gesellschaftlichen Kalender da vollkommen anders. Weihnachten beginnt irgendwie, naja, mit den Plätzchen Mitte September oder Ende August. Und mit dem Weihnachtsbaum irgendwie im November und endet dann spätestens am 6. Januar, eher am 2. Weihnachtsfeiertag. Ich will mich nicht beschweren darüber. Ich halte nur sozusagen das Kirchliche aufrecht mit diesen kleinen Dingen. Etwas sagen möchte ich inhaltlich zur Losung, die für den Mittwoch jetzt vorgegeben ist und den Lehrtext, der dazu gehört. Sprüche 17 ist die Losung: Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Selig sind die Barmherzigen. Das ist Matthäus 5 dazu, sorry. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Ich fange mit dem zweiten Teil des Verses an. Wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei YouTube. Das sind nicht Takeouts, aber Failure oder sowas heißen die. Wo sozusagen, na nicht eine Panne nach der anderen, sondern aber ein Missgeschick nach dem anderen eben. Jemand, der mit dem Fahrrad irgendwie gegen die Wand fährt und mit einem Unfall baut oder sowas. Und manche sind echt heftig, aber wenn ich ehrlich bin, über viele kann ich lachen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also, wer sich über das manchen anderen Unglück, nicht, dass ich möchte, dass es jemandem schlecht geht, aber manche Sachen sind einfach irgendwie witzig. Und und dass man es gönnt, manchmal sogar jemandem, dass er irgendwie, also sozusagen, dass ihm was nicht gelingt, weil ihm sonst immer alles gelingt. Auch das muss ich ehrlich sagen, kenne ich leider als Gefühl. Was mir schwerfällt an diesem Versteil ist hinten, also wird nicht ungestraft bleiben. Das, sorry, erlebe ich oft so nicht. Also weder bei mir noch bei anderen, die sich über mein Unglück freuen oder sowas, dass die nicht ungestraft bleiben, dass am Ende da etwas Schlechtes für sie rauskommt. Ich kann das mit meiner Erfahrung nicht decken. Soweit, das muss ich ehrlich sagen. Vielleicht habt ihr zu diesem Versteil einen anderen Zugang. Vielleicht verstehe ich da was nicht in der Tiefe oder sowas. Aber das erlebe ich leider. Ich würde zumindest manchmal mir wünschen, dass es wirklich so wäre, wie es hier steht. Da habe ich auch den Eindruck, dass es ja wirklich vielleicht mehr Wunsch. Den ersten Teil, wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Das finde ich einen total grandiosen Satz. Das ist, finde ich, wirklich etwas, was für mich wirklich mahnende Worte sind. Wirklich mahnende Worte. Also Worte, die mir wirklich sozusagen grundlegend sozusagen wie ein Ausrufezeichen setzen. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Dahinter steckt die grundlegende christliche Einsicht, dass in jedem Menschen Gott drin ist. Dass Gott uns Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat. Dass, wenn Gott uns anschaut, dass er etwas von sich in uns erkennt. Und das hängt mit der Schöpfung zusammen, dass er uns gewollt hat. Das hängt eben nicht daran, ob jemand arm oder reich ist, ob
in den Augen unserer Gesellschaft ein Leben gelungen ist oder nicht oder gelingt, ob da viel Geld drin ist oder nicht, eben auch der Arme, was weiß ich, der Obdachlose, der unter der Brücke schläft, wo alle nur noch den Kopf drüber schütteln. Da ist genauso Gott drin. Genauso. Und deswegen sollen wir keinen Menschen verspotten und verhöhnen. Weil wir als Christinnen und Christen wissen, dass da Gott drin ist, der Schöpfer. Wenn wir das wirklich glauben könnten, wenn wir das doch glauben können, was würde das in unserer Gesellschaft und in unserer Welt ändern? Wenn wir das glauben könnten und das vor Augen hätten, dann würden manche Debatten, auch gerade jetzt politischer Natur, in einer ganz anderen Weise geführt werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und wie soll ich denn, wenn ich weiß sozusagen, dass ich schon, wenn ich ihn verspotte, den Schöpfer verhöhne, wie soll ich dann erst zur Waffe greifen und ihm etwas antun? Das ist für mich wirklich ein sehr mahnendes Wort, aufzubauen, zu sagen, hey, in jedem Menschen, der dir begegnet, da ist Gott drin und sei vorsichtig. Achte auf das, was du mit diesem Menschen tust. Achte darauf. Und dazu passt dann auch der Lehrtext aus Matthäus 5. Selig dient sie Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Der bringt die beiden Aspekte, finde ich, des Verses vorher zusammen. Nämlich einmal, selig sind die Barmherzigen. Also eben, verspottet sie nicht, sondern erbarmt sich, erbarmt euch ihrer. Nochmal, Erbarmungs... Ich versuche das immer... Also erbarmen meint... Es kommt irgendwie sozusagen einen Arm geben, einen Arm für die Armen haben, eben, also auch was tun. Aber ich verstehe Erbarmen, vor allen Dingen dieses alte Wort so, dass es eben um Erbarmungswürdigkeit geht. Jeder Mensch ist unseres Erbarmens würdig. Er kann seine Würde nicht verlieren. Deswegen ist er es wert, dass wir uns seiner erbarmen. Das heißt nicht wegen Leistung oder Gegenleistung, weil wir uns etwas erhoffen, uns um ihn kümmern, sondern einfach, weil er dieser Mensch ist und weil wir getrieben sind von Gottes Liebe. Dass wir das also tun und eben nicht drüber weggehen oder eben verspotten oder gegen jemanden treten oder sonst irgendetwas. Dass Gott uns dazu wirklich auffordert. Und dann kommt der zweite Satz, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und das, finde ich, ist jetzt anders als eben in dem zweiten Teil von der Losung. Da ist es sozusagen nicht ein weltliches Geschehen, so verstehe ich das jedenfalls, sondern hier wird gesagt, er wird Barmherzigkeit erfahren. Ich würde sagen, hier wird nicht gesagt sozusagen, naja, wenn du hier in der Welt Barmherzigkeit zeigst, dann werden Menschen hier auch sozusagen in der Welt so mit dir umgehen. Die werden das anerkennen. Nee, das passiert manchmal. Und wie toll, ich will das nicht schlechtreden oder kleinreden, aber oftmals ist es eben auch nicht. Ist doch nicht zuletzt jetzt immer noch so mit dieser Diskussion um die Anerkennung, auch finanzielle, der Pflegeleistungen, die so viele Menschen eben erbringen. Gerade in dieser Pandemie und in den Krankenhäusern und was weiß ich. Nein, was hier gesagt wird, ist, Menschen, die so etwas tun, die sich so verhalten, die dürfen mit Gottes Erbarmen rechnen. Nicht als Leistung voraussetzen nach dem Motto, du musst was Gutes tun, damit Gott dich liebt, aber du kannst ganz gewiss sein, du kannst ganz gewiss sein, bei Gott wirst du Erbarmen finden. Er wird mit dir so umgehen. Er ist schon immer mit dir so umgegangen. Da darfst du dich drauf verlassen. Da darfst du dich echt drauf verlassen. So wie du mit anderen umgegangen bist, so wird Gott mit dir umgehen. Das wird hier gesagt. Er wird es anerkennen, was du getan hast. Auch wenn die Welt es eben nicht tut. Dann wird Gott es doch tun. Das nehmt doch mit in diese Woche. Nehmt das mit, dass ihr die Armen nicht verachtet, sondern wirklich versucht, in jedem Gesicht, in jedem Menschen Gott zu sehen. Und dass ihr euch der Menschen erbarmt, ihnen Gutes tut und euch einfach daran freut, dass ihr wisst, Gott macht es auch so mit mir. Also, in dieser Weise wünsche ich euch eine weihnachtliche, eine fröhliche Woche. Macht's gut. Amen.